So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich mein Pandacro entwickeln. Pandacro, was ist das? Wer es noch nicht kennt, das ist die Weiterentwicklung von Pampam. Ja? Pampam hat wieder so eine spezielle Aufgabe zum Entwickeln. Und eigentlich steht immer alles da, was man machen muss. Das stand auch bei den anderen da. Das stand bei Sabo irgendwas da und wie den Puffiness und wie die alle heißen. Trotzdem haben die Leute immer wieder Kommentare geschrieben. Hä, was muss ich denn tun, um das zu entwickeln? Und damit wir euch nicht ganz alleine dastehen lassen, sondern euch zeigen können, was ihr tun müsst, wollen wir das jetzt einfach mal machen für ein Video. Wenn ihr euch ein Pampam raussucht, ja, gehen wir ja auf Pam. Dann haben wir hier verschiedene. Ich habe natürlich noch gar nichts gemacht bei dem, wenn ihr den Pokédex-Eintrag hier anguckt. Ihr seht, Pampam ist da, Pandacro noch gar nicht. Das heißt, ich brauche wieder ein männliches, ich brauche ein weibliches und ich brauche ein Lucky, was ich entwickle. Wenn ich also ein Lucky weibliches habe, brauche ich nur noch ein männliches. Dann kann ich zwei Entwicklungen machen und gleich drei Felder hier wegmachen. Ich habe auch schon einen gesehen, ich habe aber noch keinen entwickelt. Das muss danach so aussehen wie das hier, dass die zwei Geschlechter ausgefüllt sind und der Hintergrund. Ist bei euch vielleicht anders, vielleicht reicht euch das, wenn ihr eins entwickelt. Ich habe mir jetzt erstmal, was habe ich denn gesucht? Ich habe hier einmal ein Lucky. Lucky Pampam, das ist ein Männchen, das hat mir der Konstin getradet. Und ich habe ein Frauchen, das ist das hier oben, das ist das Höchste. Mit Wetterboost, das Beste, obwohl so gut das, glaube ich, auch nicht ist. Das hat nämlich schlecht, auf jeden Fall. Deswegen, egal was das jetzt für IV hat oder irgendwas, wir nehmen das einfach mal mit, weil es das Höchste ist, dass wenn wir es entwickeln, es gleich einfach ein gutes Level hat, gleich gute EP. Es ist nicht das IV-Beste, was ich auf der Hand habe. Ihr geht also sowieso erstmal auf euren Buddy, ja, wechselt euren Kumpel, sucht mal einen Pampam raus. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Lucky Männlichen an. Wenn ihr das als Buddy nehmt, ja. Ich bin mir jetzt noch unsicher, muss man das erst füttern, dass es auf der Karte erscheint, weil dann geht man mit ihm direkt erst auf ein Abenteuer, oder reicht das, wenn das als Buddy drin ist? Es stehen auf jeden Fall jetzt, wenn ihr mal Pampam eingebt, hier auch die Aufgaben dabei. Das ist jetzt hier Buddy. Wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr ja, geht zusammen auf ein Abenteuer, fangt 32 Pokémon vom Typ Unlicht. Und ja, das Spiel sagt euch einfach selber genau, was ihr machen müsst. Es ist eigentlich komplett unnötig, dieses Video zu machen. Trotzdem fragen die Leute immer wieder, was muss man tun? Wir tüten jetzt mal das hier ein und gucken, ob das dazu zählt. So, ist es überhaupt drin geblieben? Ich weiß es gar nicht. Nein, ist es nicht. Vielleicht hätte ich es nicht versuchen sollen, mit Schnellfangtrick zu machen. Wir probieren es aber nochmal mit Schnellfangtrick. Wir machen also nochmal dasselbe, was wir eben gemacht haben. Wir werfen drauf, wir gehen weg und flüchten und es ist immer noch nicht drin. Okay, vergesst es. Wir nehmen einfach das Radfratz und machen dasselbe beim Radfratz. So, gehen zurück. Und es ist gefangen. Richtig genial. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das gezählt hat, denn dann wisst ihr, das zählt so dazu. Wenn nicht, müsst ihr das? Oh, es zählt dazu. Ihr müsst es also nicht füttern, sodass es auf der Karte erscheint. Es reicht wirklich, wenn ihr das einfach als Buddy ausgewählt habt. Eins von 32. Wir fangen noch ein paar, melden uns dann zurück und vielleicht schaffe ich es ja jetzt auch, das Slimer zu fangen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Theater. Wenn ich das so mache, da blendet die Sonne auch nicht so ins Gesicht. Wir sind also auf dem Weg zum Theater. Wir können auch mal ganz kurz nachgucken. Wir haben jetzt Pampam 30 Stück, glaube ich. Fange 32 Pokémon vom Typ Unlicht. 30 von 32. Wir brauchen also noch zwei Stück. Wir nehmen mal so ein Kanivanya mit. Kann ja shiny sein. Im Prinzip kann sowieso fast alles shiny sein, was ihr momentan finden könnt. Überhaupt, es wird so viel Zeug released. Ich muss immer wieder dazu sagen, wenn ein Event ist und ein neues Pokémon als Shiny reinkommt, macht euch keinen Stress. Wenn ihr es nicht bekommt, es wird so viele Events geben, da taucht das auch wieder auf, zusammen mit vielleicht einem anderen neuen. Und dann kriegt ihr da das neue nicht, dafür aber das alte, was ihr davor nicht bekommen habt. Also,
lasst euch nicht stressen, chillt einfach euer Leben. Und das müsste das 32. sein, so wie es aussieht, geht ja auch noch ein Raid auf. Eviltal, Unlicht. Am besten einfach 32 Eviltal-Raids machen für die Aufgabe und 32 Eviltal fangen. Das wäre so der Expertenmodus. Jetzt wollen wir das aber erstmal entwickeln. Naja, mal gucken, das kriege ich schon hin im Laufen, glaube ich. P, A, M. Jetzt gehen wir bis runter wieder auf unser männliches, ist das. Gehen mal auf entwickeln. Wird den Namen vorher wegmachen sollen, dass dann der richtige Name auch da steht. So. Pam Pam zu Pandagro. Können wir hier rüberlaufen, weil wir eh gleich den Buddy nochmal wechseln müssen. Sieht auf jeden Fall gut aus, es hat ja so ein kleines Blatt im Mund und plötzlich hat Pandagro so einen fetten Strohhalm in eine Schnauze, ne? Wenn ihr auch immer so rumlauft mit dem Strohhalm, schreibt's mal in die Kommentare. Das kann ich jetzt hier wegmachen, packen das so rein und wenn wir jetzt hier drauf gehen auf den Pokédex, müsstet ihr sehen, wir haben den Hintergrund schon ausgefüllt, wir haben das männliche Zeichen, aber wir wollen noch das weibliche Zeichen reinkriegen. Deshalb gehen wir direkt wieder drauf, wechseln nochmal und gehen auf das andere Pampam, nämlich das höchste, das können wir jetzt so sortieren. Das ist nämlich die Frau, vor allem schön die Verwandlung zu sehen. Der große, dicke Bär und jetzt der kleine, dünne Bär. Obwohl der, ich finde, der kleine sieht sogar noch fieser aus als der große. Wir gehen also wieder los. Wir fangen mal hier eins. Gucken gleich wieder, ob das zählt. Nicht, dass wir jetzt wirklich rumlaufen und fangen die ganze Zeit irgendwie. Und dann zählt das nicht dazu. Ist ja nicht schlimm, zur Sicherheit schaut man mal drauf. Eins, zwei, drei. Ist auf jeden Fall drin. Schön wäre es, wenn das hier am Rand immer anzeigen würde, direkt 1 von 32 Unlicht, dass ihr direkt sehen würde, dass das zu der Aufgabe dazu zählt. Ist leider nicht so gemacht, ist aber nicht schlimm. Drückt mal selber immer drauf, gucken und ja, 1 von 32, es zählt. Ich ziehe also weiter. Vielleicht packen wir den Raid hier noch mit rein in die Sendung. Ich kann das ja mal upscreen. Kann das mal in die Hibu-Gruppe posten, mal fragen, ob da jemand mitmacht. Vielleicht ziehen wir noch ein gutes Eviltal raus und würde sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir das nächste entwickeln. So, wir sind jetzt an der Brücke hier hinten angekommen. Normalerweise machen wir da auch öfters Raids, also ich. Da hinten, der Raid dauert jetzt noch 29 Minuten, bis der aufgeht. Wir gucken mal ganz kurz hier rein wieder, wie viel das noch braucht. Müsste, glaube ich, auch wieder bei 30 sein. 30 von 32, das heißt, wir können hier den Hund mitnehmen. Ne? Nehmen wir mal den Hund mit. Eben gab es sogar noch einen Shiny Canivania. Das saß eins auf dem Weg. Haben wir noch mitgenommen. Großartiger Hund geworfen. Und ja, dann ist das auch wieder im Sack. Normalerweise ist es ja jetzt ganz easy im Event. Es spawnen gerade sowieso so viele Unlicht-Pokémon. Anders wird es dann natürlich, wenn das Event um ist und ihr kriegt vielleicht aus einem Ei oder so ein richtig gutes Pam-Pam, ein 100er oder was Besseres, ein 200er. Und ihr wollt es dann entwickeln und der Raid-Boss ist kein Unlicht und es spawnen auch keine Unlicht-Pokémon. Natürlich habt ihr über Rocket Rüpel immer die Möglichkeit, ja, dieser, wo Licht ist, ist auch Schatten oder so. Da könnt ihr natürlich jederzeit auch Unlicht-Pokis rausziehen. Hat Tururin, hat Foto gesendet. Ja, jetzt sitzt gerade hier kein Kramurks vorne am Theater. Könnte man noch mitnehmen. Oder als letzten nehmen wir den Raid mit. Das wäre auch interessant. Aber ich glaube, wir laufen einfach noch mal ein Stück in die Richtung hier. Da werden wir sicherlich noch eins finden, dass wir das dann erstmal entwickeln können. Und den Raid werde ich sowieso nicht ganz zeigen. Ich werde dann einfach, wenn der schrumpft, kurz einschalten, dass wir kurz noch schauen können, war das ein gutes, war es ein schlechtes und nehmen das dann mit. Jetzt haben wir hier noch ein Alola Radfratz, natürlich auch Unlicht. Werfen wir mal drauf, neben den Kreis, so wie es sein muss. Und ja toll, jetzt kann ich noch ein bisschen um den Park rumlaufen, bis wir dann das komische Eviltal noch mitnehmen.
Radfratz, jetzt sitzt hier alles voll. Wir können euch aber hier das Carnivan ja noch zeigen. Haben wir eben noch bekommen. Saß auch hier auf dem Weg. Habe ich gar nicht. Naja, was ist das? 10, 0 und 5 genau. 10, 0, 5. Kann man mitnehmen natürlich. Habt ihr schon Shiny Carnivan? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten stelle ich euch mal kurz jetzt hier auf die Bank, dass wir das zweite Pandacro noch entwickeln. Nämlich so. Gehen. Ich muss so überlegen, was ich überhaupt vorhab. Wieder anders sortiert, wieder so. Pam Pam Frau entwickeln. Wieder für 50 Bonbons. 303 haben wir noch. Ich habe etliche Pam Pam Raids gemacht, muss ich zugeben. Pam Pam Raids. Und jetzt ab Dienstag, heute ist Montag, ich nehme das wirklich heute direkt auf und hau das auch heute noch direkt raus. Ab Dienstag gibt es ja dann auch die Gala Zickzack Raids. Mal sehen, ob die Zuschauer sowas möchten oder brauchen oder sagen, Quatsch, ich mach Quests oder mach die Raids für mich, mach du lieber was anderes. Hier Mega Altaria, obwohl ich denke, bei Mega Altaria ist das Interesse auch nicht so groß. Pam Pam Frau ist jetzt auf jeden Fall auch entwickelt, hat wenigstens 15 Angriff. Mach mal auch den Namen weg, dass das hier wirklich Pandagro heißt. Sieht auf jeden Fall cool aus, ne? Gesellt sich zu Siberio und zu Ursaring und dann gibt es ja noch was, haben mich die Leute auch schon wieder aufgeklärt. Wir warten jetzt, bis der Raider hinten aufgeht, schneiden den noch mit rein und dann war es das eigentlich schon wieder. So, Grüße an den Bockwurstking natürlich, der vor einer halben Stunde, als ich den Raid gepostet habe, gesagt hat, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Natürlich ist er nicht vor Ort, natürlich braucht er eine Einladung, natürlich bin ich nicht mit ihm befreundet auf meinem Main-Account, kann ihn also auch nicht einladen, bräuchte also den Trainercode, den er nicht angegeben hat, aber das machen die ja meistens so, schreien alle hier und keiner gibt seinen Code, sodass man niemanden einladen kann. Trotzdem habe ich gefragt, ob er vielleicht mit einem anderen Account befreundet ist, ist er vielleicht beim typisch Andy mit drauf, hat er leider nichts mehr gesagt, bis jetzt. Ich habe beim typisch Andy mal nachgeguckt, der ist sogar beim typisch Andy mit drauf. Jetzt habe ich den typisch Andy extra mit bei dem Raid jetzt hier reingenommen, um den einzuladen. Habe ihn eingeladen und er ist natürlich nicht reingekommen und hat natürlich nicht mitgemacht, obwohl er ja mitmachen wollte. Wer nichts von seinem Glück wusste, war der Skinny. Deshalb Grüße an den Skinny. Den habe ich nämlich einfach so eingeladen, weil ich gesehen habe, der ist online. Habe da 5 random Dudes eingeladen, unter anderem auch Amikosi. Aber Skinny hat's geschafft, Skinny hat's gesehen, Skinny ist reingekommen und Skinny hat mitgemacht. So habe ich jetzt wieder 6 Handys am Start, 6 Accounts, habe mit den 6 jetzt den Raid gemacht und zusätzlich Skinny, Skinny Beste. Jetzt möchte ich hier aber mal kurz gucken, 21,9 auf dem kleinen, 21,9, 21,13, jetzt haben wir hier noch 2. Der sieht gut aus. 21,49. Das ist ein 6,90er mit 15, 13, 15. 21,7. Der ist wieder schlecht. Aber wir haben ja noch den Main-Account. Und da können wir mal kurz schauen, wie gut der da ist. 21,10. 21,10 ist halt jetzt nix. Wir gehen zum Fang extra mal hier rüber in die Sonne, aus dem Schatten raus in die Sonne. Und wir wollen noch mal kurz schauen, wie gemütlich lässt er sich fangen. Ja? Fangtrick, das heißt einfach fabelhaft einstellen, beziehungsweise generell Kreis einstellen. Warten, bis er angreift. Dann werfen. Irgendwann. Er hat die ganze Zeit angegriffen. Jetzt, wo ich werfen will, greift er nicht mehr an. Das ist so ein Eumel. Dann verzichten wir auf den Fangtrick. Curven einfach so und werfen mal hin, dass wir sehen, dass wir zu kurz werfen. Also mehr Power. Dann greift er natürlich wieder an. Die Bäre ist immer noch drauf. Jetzt greift er natürlich an die ganze Zeit. Ja, bei jedem Schuss. Ich verstehe langsam die Leute, die sagen, ich treffe den nie. Der greift immer zu an, hin und her. Deswegen sage ich, Leute, habt Geduld. Werft nicht einfach sinnlos drauf, sondern nehmt eine Beere, stellt den Kreis ein. Da war eine Ameise. Und dann werft halt erst, wenn er angreift, dass sichergestellt ist, dass der Ball auch wirklich ankommt. Und wenn großartig nicht ausreicht, geht er auf fabelhaft. Ich habe jetzt leider keine Geduld. Nehmt euch also kein Beispiel daran, wie man ohne Geduld wirft. So, dann den nächsten abgewehrt. Ich will das Video nämlich nicht so endlos in die Länge ziehen, deswegen muss ich jetzt einfach drauf werfen.
selbst wenn der flieht, ich will nicht, dass das Video noch 10 Stunden geht. Du kannst doch cutten. Nee, kann ich nicht. Der Kreis ist auf jeden Fall schon mal gut eingestellt. Wenn ihr und wenn ihr dann also werft, wenn er gerade angreift, sodass der Ball direkt, wenn der Angriff beendet ist, auftrifft, dann ist das eigentlich eine sehr sichere Sache. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr den Ball berühren, außer er greift an, dann darf ich den Ball berühren. Denn so verstellt sich der eingestellte Kreis nicht mehr. Ja? Eine Wissenschaft für sich. Und jedes Mal schieße ich jetzt gegen die Kamera. Aber ihr seht, jetzt ist der Ball eingestellt, der Kreis ist eingestellt. Wenn wir wirklich nur noch werfen, wenn er angreift, dann verstellt sich da nichts mehr. Dann ist das eigentlich ein relativ sicheres Ding, dass wir einfach fabelhaft treffen. Es nervt halt nur immer, dass man stundenlang warten muss, bis der angreift. Deswegen curve ich ja am liebsten unten und werfe nochmal drauf. Jetzt ist er unten, da müsst ihr wieder ein Stück kürzer werfen, also ein bisschen weniger Power in den Wurf legen. Und da ist er auch drin. Bam. Er ist drin, das war's. Wir können ihn trotzdem kurz bewerten. Stell uns mal kurz so rum, dass wir keine Autos mit drauf haben. Oh mein Gott, ist der weiß. So. 12, 14, 10. Also schlecht. Ich kann euch nochmal zeigen. Hier stand ich jetzt rum. Da liegen die Handys. Da sollte mal Löwenzahn draus werden. Und hier gibt es Margaretenblumen, Bruder. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und habt ihr auch schon ein Pandacro entwickelt? Wie gut ist euer bestes Pandacro? Habt ihr das aus einem Ei? Habt ihr das aus einem Ray? Das gibt es ja jetzt auch aus Eiern. Nicht nur aus 12ern, auch aus 7 Kilometer Eiern. Da freuen wir uns besonders. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.